Ein kleiner brauner NYX Liquid Suede in der Farbe Softspoken. Yeah. Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu diesem Vlog und hiermit zu Vlogmas Tag 3. Und ihr habt gerade schon gesehen, wie ich meinen NYX Adventskalender geöffnet habe. Da war ein sehr cooler Liquid Lipstick drin, den ich zwar schon in groß habe, aber egal, in klein kann man ihn auch immer gebrauchen. Und meine kleine Schwester hüpft da in ihrer Meerjungfrauen, weiß ich nicht, was drum. Und wir öffnen jetzt ihren Adventskalender und sie wollte, dass ich das mitfilme. Okay, wo ist denn die 2? Da. Oh, ist das so voll, dass es nicht mal rauskommt? Oder ist nichts drin? Oh, was ist das? Ein Kinderriegel. Cool. Und bei mir drin ist... ein Mini-Twix. Cool. Ich hab jetzt Essen. Ein Milchhörnchen. Filmst du? Ja. Wird das jetzt dein Block, nicht meiner? Ja. Ein Messer für die Marmelade hier. Dann habe ich hier noch einmal... Kann ich das zeigen? Jule, kann ich das zeigen? Ja. Dann habe ich noch einmal die Dings hier. So, und das Tablet hier. Holst du gleich auch dein Essen? Holst du gleich auch dein Essen? Ja. Okay. Also, Julia, kannst du jetzt dann einen schnell Durchlauf machen, wie wir futtern? Julia hat eine Kamera von Canon. Ja, Canon. Ich bin fast fertig mit dem Vlog. Ganz krass. Ist das jetzt echt die Kinderschokolade? Ja. Das okay, ist Jana, ja. Guten Hunger. Und das ist der letzte Vlog. Du, das bin alles ich leider. Leider, Schoko weiter. So Leute, mein Vlog lädt jetzt hoch. Es ist 11.49 Uhr und er braucht noch 17 Minuten. Und ich... Ich bin jetzt auch schon fertig angezogen. Ich habe irgendwie ein bisschen was Verrücktes an. Ich habe diesen einen Zara-Pulli an, den ich damals in meinem Haul gezeigt habe, den ich hier auf dem Blog-Kanal hochgeladen habe. Ich muss ein bisschen leiser reden gerade. Den habe ich an und darunter habe ich noch eine Shorts angezogen, weil der halt, wenn ich mich bewege und so, ein bisschen kurz wäre. Und ja, dazu habe ich einfach so eine Strumpfhose an. Das sieht irgendwie, ich weiß nicht, ob es komisch aussieht oder ob es gut aussieht. Ich kann mich nicht entscheiden. Und dazu ziehe ich gleich einfach noch so schwarze Stiefeletten an. So, aber ne? Du kannst dich auch erstmal ganz normal hinlegen. Wenn dir das nicht zu flach ist, ne, dann muss ich dir noch ein bisschen das Kopfteil höher schalten. Aber du bist jung, du schaffst das. Da musst du ein bisschen gucken, dass ich jetzt nicht mit meinem Hinterteil genau vor deiner Freundin stehe. Das ist ja ein bisschen öde, wenn du nur mein Hinterteil... Tada! Yeah. Soll ich ein bisschen weiter noch wegmachen? Guck, wir sind ja, die sind dann so direkt. Ja, du musst dir das vorstellen, die nächste Kugel ist genauso groß, ne? Und der Stab geht ja genau da rein, wo dein Punkt ist. Ich kann aber auch die untere Markierung nehmen quasi. Also ich könnte am Punkt unten ansetzen und brauche auch nicht neu zu zeichnen. Dann sieht man auch noch ein bisschen Ohr. Aber wenn du mehr raussehen willst, muss ich den Punkt weiter unten machen. Nee, ein bisschen doof, weil ich jetzt natürlich ne, an das andere dran komme. Ah, la 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 la. Oh. Aber diesmal mit Ton. Dieses Lachen vor Schmerz. Schmerzlachen. Das ist ein Verlegenheitslachen hier. Macht Spaß. Total schön. Ich mach noch sauber, ja? Oh, schön, der Abstand ist auch gut. Guck mal, ich finde ihn gut. Nicht zu eng. Oh ja, das perfekt, ne? Ja. Man sieht ein bisschen von deinem Ohr nicht zu viel, finde ich total gut. Ich bin jetzt wieder zu Hause und
Die zwei neuen Teile sind drin. Tat irgendwie gar nicht mal so krass weh. Also ein bisschen weh tat es schon. So der zweite dann. Den ersten habe ich gar nicht richtig gemerkt. Ich habe mich voll erschrocken, als sie dann plötzlich als sie plötzlich so die Nadel durchgestochen hat. Mit so einer Pistole? Nee, sie hat es gestochen mit so einer Nadel einfach. Nora ist übrigens gerade hier. In keiner Look. Ja. Hä, gar nicht, geht voll klar. Ja, und jetzt habe ich, ja, zwei neue. Ich hoffe, es sah nicht zu eklig aus, dabei zuzuschauen. Ich weiß noch nicht, wie viel ich davon reinschneide. Ja, ich habe das halt mitgefilmt. Oh Gott. Ja. Das noch gerne. Ja, ich weiß es noch nicht, ne? Ich habe es ja selber nicht gesehen. Lara hat es gefilmt. Aber, naja, ja, jetzt ist es halt schon. Jetzt kann ich wieder so gefühlt zwei Monate nicht auf der Seite schlafen. Das wird richtig schlimm. Das ist halt normalerweise die Seite, auf der ich immer schlafe, so. Gut ausgesucht. Ja, ne? Ich weiß auch nicht, wieso ich die Seite genommen habe damals. Keine Ahnung. Ja. Ne? Leute, ich habe meine Kamera vergessen. Hallo? Wir drehen gerade einen Vlog, Schatz. Boah, ihr wollt mich doch verarschen. Nee, wirklich. Boah, ich habe meine Kamera vergessen. Oh Gott, ihr verarscht mich hier doch. Nein. Du Scheiße. Hä, hey, warum ist das denn peinlich? Ihr seid doch ein Ja, danke. Paul steht auch sehr hinter meiner Arbeit. Findet er super. Nee, genau, wir waren die ganze Zeit auf dem Weihnachtsmarkt und haben uns voll durchgefuttert. Wir haben, glaube ich, sechs verschiedene Sachen gegessen, ja, tatsächlich. Was haben wir zuerst gegessen? Zuerst haben wir Reibekuchen gegessen. Dann haben wir Chili Cheese Nuggets gegessen. Dann haben wir... Wir haben auf jeden Fall Backfisch gegessen. Ja, Backfisch, eine Schokobanane. Hey, meine Lieben. Pommes. Oh, ich wollte auch. Nein, du darfst nicht. Dann haben wir Pommes Currywurst gegessen. Eigentlich wollten wir noch einen Crepe holen. Aber da passt nichts mehr rein in den Bauch. Sag mal, Paul, du stehst da mit einer Schürze. Was willst du eigentlich? Warum macht ihr das? Ja, weil ich noch nicht fertig gefilmt habe heute. Ich habe meine Kamera vergessen und der Tag ist noch nicht fertig. Ich bin forever alone. Ich wollte gerade sagen, so die blöden Pärchen. Und ich einfach das kommt alleine. Ja, klar, lass du guck mal, meine Nase ist so rot, Leute. Wir sind hier. Seit wie vielen Stunden sind wir hier? Seit wie vielen Stunden sind wir hier? Seit drei? Halb acht waren wir hier. Halb acht? Wir haben jetzt halb elf. Meine Füße sind so abgefroren. Wir warten die ganze Zeit auf Paul, bis der mal fertig ist. Tag. Was ist das da? Was macht ihr? Ja. Jeder denkt, wir sind bescheuert. Aber ich finde nicht, dass wir bescheuert sind. Nö, wieso? Das ist was ganz Normales. Du bist ein Influencer. Alle machen sich hier über mich lustig. Es ist jetzt der nächste Morgen und ich habe gemerkt, dass ich gestern den Vlog wieder nicht beendet habe. Ich wollte das Ganze jetzt aber nicht wieder so stehen lassen, sondern den Vlog ausnahmsweise mal richtig beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Auch wenn ihr Vlogmas feiert, wenn es euch jetzt schon Spaß macht und wenn ihr weiter dabei bleiben wollt. Ich würde mich auf jeden Fall total freuen. Mir macht es mega viel Spaß. Ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Vlog morgen wieder. Tschüss.